Ja, hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von meinem Handarbeitspodcast. Ich bin die Dagmar und komme aus Österreich und zeige euch heute wieder etwas Gestricktes und etwas Genähtes ist heute auch dabei. Ich möchte mich bedanken für die vielen Kommentare, die ihr so schön drunter schreibt. Ich freue mich immer sehr und ich versuche auch alle zu beantworten. Ja, dann beginnen wir gleich, denn ich habe so einiges geschafft. Es ist ja jetzt schon länger her von meiner letzten Folge und da zeige ich euch, was ich gemacht habe. Einmal Socken. Das ist von dem aktuellen Opal-Abo und ist ein Geschenk. Ganz normales Tinus, so wie ich es immer stricke. Eins rechts, eins links. Käppchenferse und Bandspitze. Beide Socken. Die kommen nächste Woche weg. Dann für mich habe ich auch Socken gestrickt. Und zwar die. Das ist von der Flottensocke. Flottensocke, Cashmere Merino. Das ist eine Vierfach, 70% Schurwolle und 70% Schurwolle und 25% Polyamid und 5% Cashmere. Und ist ein super Wasch, kann man waschen. Die sind total kuschelweich. Sind sehr schön geworden. Und die gehören für mich. So, zwei Paar Socken fertig. Dann habe ich mein Tuch fertig gestrickt. Und zwar war das das Tuch Zaramba. Das war ein Butcherbäckerl von der Gesa handgefärbte Wolle. Feinmerino-Socks vierfach in Blau, Braun und Grün mit der Nadelstärke 3,5. So. Und das ist riesengroß geworden. Ich habe es ja schon das letzte Mal gesagt, ich habe das unterschätzt. Ich habe geglaubt, ich bin bald fertig. Aber dem war nicht so. Da ist ganz schön noch was dran gekommen. Und vor allem habe ich es dann rundherum mit einem I-Cord noch, also mal abgekettet mit einem I-Cord und rundherum ein I-Cord gemacht. Weil mir der andere Abschluss überhaupt nicht gefallen hat. Ja, aber es ist weich und schön geworden. Ist sehr angenehm, ich habe schon getragen. Also, ja, ich bin recht glücklich mit dem Tuch. Fertig. An dem habe ich eigentlich sehr lange, für meine Verhältnisse, sehr lange gestrickt. So. Ach ja, was ich heute anhab, ist von der Vera Wellemäki, der Bracing Space. Das ist ja der, wo es dann so schräg runtergeht. Gezeigt habe ich ihn ja schon mal und ist auch sehr angenehm zu tragen. Ja, dann habe ich ja das letzte Mal gezeigt, Spinnfutter. Ich habe gesponnen, war total stolz, dass dieses so schön dünn geworden ist, habe mich selbst gelobt. Habe es dann dreifach verzwirnt und es ist mir zu dick für Socken. Mein dicke Socken ist recht schön und gut, aber das ist mir zu dick. So. Das war der Kammzug von der Elfenwolle, der Cloud Dancer. So.
Ich meine, es ist schön geworden, es ist weich, aber für Socken glaube ich nicht. Außerdem ist dann viel zu wenig von der Lauflänge, also da kriege ich sicher keine Socken raus. Ich werde nicht aufgeben, das nächste, was ich spinne, werde ich vielleicht zweifach verzwirnen, dann wird es nicht so dick. Aber zweifach, ich habe jetzt 3 Kammzüge versponnen, so zum Üben. Und habe alle 3 immer dreifach verzwirnt. Also zweifach verzwirnt habe ich noch nicht versucht. Komischerweise, ich weiß nicht. Ich habe gleich einmal mit dreifach angefangen. Ja. Die Farben sind schön, es ist auch schön weich, es ist eh schön geworden, auch gleichmäßig, aber mir zu dick. Gut. Der nächste Versuch. Irgendwann wird es schon klappen. Dann habe ich weiter gestrickt an meinem Celtic-Cardigan. Da war ich mir ja auch nicht so sicher von der Wolle her, ob mir das gefällt, weil die Binte von Pascali ist doch recht dünn. Und ich habe den mit Nadelstärke 3 gestrickt oder strickt den mit Nadelstärke 3. Aber ich muss sagen, Walter, jetzt gefällt er mir. Ist hier das Muster, der keltische Zopf, geht bis runter. Also ich habe jetzt den Körper fertig. Es fehlen noch die Ärmel. Ich bin froh, dass ich ihn weiter gestrickt habe. Er schaut gut aus, ich bin reingeschlupft, er passt toll und ich denke, dass ich das dann beim Waschen, das Maschenbild, dass das gleichmäßiger wird. Ich stricke nur mal ganz gleichmäßig, aber irgendwie habe ich hier das Gefühl, es ist so unregelmäßig. Ich denke, durch diesen Rami-Anteil, dass das dann so ein bisschen ungleichmäßig ist. Aber mal schauen, ob das beim Waschen und beim Spannen besser wird. Ja, und somit fehlen noch die Ärmel. Aber es ist wirklich so, man soll dann weiter stricken, soll sich dann noch einmal anschauen und dann, also ja, wird gut. Und von der Größe her passt er gut und auch von der Länge her. Und ich habe mir ja ein Kleid genäht, das habe ich euch einmal gezeigt. Und das ist auch so mit rosa, weiß, so Blümchen. Und da passt das ganz toll dazu. Ja. Also, den mache ich fertig. Dann habe ich angefangen, den Uhuru-Kal, den ja alle Welt strickt. Ich natürlich auch. Wie kann es anders sein? Und zwar, so, ich zeige euch gleich einmal den Rücken. Hier ist das Dreieck. Dann geht es ja da so runter mit einer Mittelmasche, die verschränkt ist. Und ich bin jetzt so weit, so ein kleines Stückchen vom Körper habe ich gestrickt. Ist angenehm, obwohl ich muss sagen, ich habe ja noch nie ein Mohair verstrickt und auch nicht getragen. Ich bin einmal gespannt, wie das ist am Körper. So fühlt es sich recht gut an. Ja. Ich stricke ja das mit Kitzilk von Drops und Baby Merino Superwash. Also die Baby Merino ist ja, die kratzt ja sicher nicht. Und die Kitzilk, schauen wir mal. Ich habe zwar oben begonnen mit einem professorischen Anschlag, aber ich werde auf keinen Fall, glaube ich, diesen I-Cord stricken. Ich mag diesen Wulst nicht am Hals und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich unten den I-Cord mache. Ich mag sonst sehr gerne I-Cord, also mir gefällt dieser Abschluss wirklich gut. Aber ich habe das Gefühl, das steht so ein bisschen weg und das brauche ich nicht. Also werde ich da hier oben ganz normal abketten. Ja.
Aber der wird wirklich sehr warm. Ich muss schauen, dass ich den bald fertig kriege, solange es noch so kalt ist. Weil ich glaube, der ist wirklich sehr warm. Aber angenehm. Ja, und mit Vierernadeln stricke ich ja normalerweise auch nicht. Maximum ist immer 3,5. Also es lässt sich dann schnell stricken mit Vierernadeln. Ja. Also bin ich auch dabei. Beim Uhuru Kai. So. Was habe ich dann noch? Ah ja, dass man nicht ganz langweilig wird, habe ich ja die Nonna-Liaison angeschlagen. Und jetzt trotzdem. Ich habe dann beschlossen, weil wir gesagt haben, der Tochter, die ist sich nicht sicher, ob er der gefällt und sie weiß nicht recht, ob sie den überhaupt haben will. Gut, jetzt stricke ich ihn einmal Probe für mich. Und habe den begonnen. Da läuft ja auch ein Karl von Momas Wollwelt. Und zwar, das ist ein Stop-and-Go-Karl. Freitag geht es dann wieder weiter. Und ich finde das so toll. Also es ist ganz super zum Mitstricken. Ich mache den Abschnitt, dann kann ich auch auf meinen anderen Projekten weiter stricken. Ich glaube, ich hätte das nicht so hinbekommen, wenn es dann nicht diese Gruppe gäbe. Also da wird man gut beraten, man kann Fragen stellen und es war mir ja vom Anfang nicht klar, wie man diese Nonna-Liaison strickt. Das ist in Runden gestrickt und es ist mir völlig, warum habe ich da keine Kante, dass ich die Jacke aufmachen kann. Das ist mir überhaupt nicht eingegangen. Aber jetzt, je weiter, dass ich stricke, je weiter, dass ich komme, habe ich es verstanden. Und zwar ist das vorne. Ja, die Ärmel sind abgeteilt. Und das ist hinten. Hinten ist es so ein Muster. Hinten ist so ein Muster. Das kommt so zu einem Spitz, das Muster. Und vorne wird eben diese Krausrippen kommen dann da vorne auch runter zu einem Spitz und es wird vorne so ein Zipfel. Das kann man auch mit einem reduzierten Zipfel stricken. Das werde ich sicher machen. Ja. Ich habe noch so einen Bobbel zu Hause gehabt. Und der Bobbel ist Farbverlaufsgarn mit Herz. Das ist eine österreichische Wicklerin. Die sind Wiesen zu Hause, nicht weit von mir. Und das ist 40% modal, 60% Polyacryl und es ist vierfädig. Ja. Und mein Bobbel hat 1789 Meter. Wie ich das Problem dann mit den Ärmeln löse, das weiß ich noch nicht. Da warte ich einmal, weil die Mama hat gesagt, ja, wir stricken zuerst den Körper und dann befassen wir uns mit der Ärmellösung. Gut, dann schauen wir mal. Verlass mich drauf. Nonnas Liaison schaut so aus. Hier sieht man die Zipfel. Hier die Rippen, die dann so in einer Ecke enden. Ja. Ich habe sowas auch noch nicht gestrickt. Das ist mein erster Versuch. Und mein Bobbel schaut so aus. Der wird dann nach außen dunkler. Also ich habe mit hell begonnen. Und ist nicht sehr bunt. Aber schauen wir mal. Und wenn meine Tochter dann sagt, ja, der gefällt mir sehr gut, dann mache ich hier auch einen. So habe ich das jetzt beschlossen. So. Ja,
Dann habe ich ja was ganz Tolles gesehen, also was mir gut gefällt. Und zwar gibt es bei Drops, ja, bei Drops gibt es die neue Sommerkollektion, Frühjahr-Sommerkollektion. Und da habe ich gesehen, einen Pulli und Socken. Und zwar die Flamingo-Parade. Leute, den mache ich mir auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Und die Socken dazu. Und dann habe ich gleich einmal mit den Socken angefangen. Und ein Socke ist schon fertig. Bitteschön. Einmal Flamingos. Die Wolle von den Socken ist Flora, die Drops Flora. Und das ist Jeansblau, Natur, Indigo, Pistazie, Rot und Koralle. Ich habe mit der Flora auch noch nicht gestrickt, aber die ist total weich. Da ist ein Alpaka-Anteil drinnen. Was ich auch das erste Mal gemacht habe, es ist hier heroben bei Schnabel, Augen, Zwischengrund, Kopf hat man 4 verschiedene Farben oben. Da habe ich auch gewurschtelt. Also 4 Fäden verstricken, Gott sei Dank sind es nur 3 Reihen, weil ich mir gedacht habe, boah, wie mache ich das dann beim Pulli, bei dieser Rundpasse? Aber ich habe da schon eine Lösung, weil ich stricke ja immer alle Farben auf einem Finger. Vielleicht ich nehme den zweiten Finger dazu und ich habe dann noch von meinen Anfangsversuchen habe ich dann noch so einen Spiralfingerhut, da kann ich auch 2 Fäden drauf. Und das werde ich dann beim Pulli versuchen. Die 3 Reihen werde ich schon hinkriegen mit 4 Fäden. Ich hab lange gebraucht, bis das passt hat. Ja. Aber ich finde es entzückend. Und den zweiten habe ich erst angeschlagen. Da habe ich nur so ein kleines Stückerl, ein Bündel. Und wie gesagt, wenn ich den Uhuru fertig habe, dann möchte ich den Pulli beginnen. Also die Socken ist das Modell FL043, wenn es wer suchen möchte. Und beim Pulli ist das Modell ME169. Und der Pulli wird gestrickt aus Drops Merino extra fein. Also auch mit einer Nadelstärke 4. Ja. Aber der gefällt mir so gut. Den möchte ich gerne machen. Habe ich beschlossen. Ja, und dann zu guter Letzt komme ich noch zu meinen Näharbeiten. Wem das jetzt nicht interessiert, ja, dann schaltet es einfach ab. Ich habe wieder einen ganzen Schwung gemacht von meinen Leckerli-Beutel. Ihr wisst, ich nähe für den Tierschutzverein. Und ja, die neue Saison hat begonnen und somit habe ich wieder genäht. Ich zeige euch die jetzt so im Schnelldurchlauf, weil das sind über 30 Stück. So, einmal die Betty Boo. Dann, was wir neu im Programm haben, sind diese Quietschtrainer. Also quietschen, Leckerli. Ich stelle es noch einmal ganz kurz vor. Es ist zum Einhängen an den Gürtel mit Karabiner oder zum Einfädeln. Also man kann es auch einfädeln. Hier. Es ist zum Aufmachen. Ja. Und es hat jeder Beutel ein Innenfutter, wo man auch fettige Sachen, Wurst und so Zeug rein kann.
Man kann es waschen in der Waschmaschine, also es ist außen Baumwolle. Und eben, wie gesagt, die neueste Kollektion sind mit so Quietschdinger drauf. So Quietschtrainer. Wenn man brav quietscht, gibt es Leckerli. Vor allem so Hunde, die in einer Hundeschule sind, die lernen das recht schnell, dass das mit dem toll funktioniert. So, das war das Küken. Dann haben wir hier, ich würde sagen, eine Kuh, auch quietscht, mit so einem Kuhbandel drauf, blau. Hier haben wir eines mit Marshall, mit Hello Kitty, das ist nur aufgenäht. Dann Bambi. Eine bestickte Bretteljause. Also hier ist eine Bestickung drauf. Ich muss das einmal aufmachen, sonst kann man das nicht lesen. So, Bretteljause mit Edelweiß. Hier noch ein Küken in Rot, Busal. Dann haben wir Knöchelchen. Kühe, na, was sind das? Schafe. Ja, ich habe einen riesen Stoffvorrat. Und da kommen halt immer Beutel verschiedene. Mit Hunde drauf, verschiedene Hunderassen drauf. Da. Einen Hasen. Auch ein Quietschi-Ding. Die sind auch gut angenäht. Also da kann man schon dran reißen. Das ist also dreifach verstärkt, oben und unten. Braucht man keine Angst haben, dass das nicht, dass das abgeht. Ja, muss ja was aushalten, weil wenn es einmal so ein kleines Hunderl erwischt, dann ist ja das gleich kaputt. So, noch einmal. Den haben wir auch schon gesehen. In Braun. Glückshufeisen. Noch einmal einen Hasen. Noch eine Bretteljause. Die sind sehr beliebt, diese Bretteljausen und so, diese bestickten. Camouflage, was für die Herren. Dann haben wir ein paar noble Hunde in Paris. Einen Pinguin. Noch eine Bretteljause in Grün. Was für die Herren der Schöpfung, Totenköpfe. Hunde. So, was haben wir da? Ich glaube, es ist eine Giraffe. Ich habe immer gesagt, eine Kuh, aber meine Tochter hat gesagt, es ist eine Giraffe. Gut. Weil diese Figürchen hat mir die Tochter gebracht. Und hat gesagt, kannst du mit denen was anfangen? Sage ich, ja,
schauen wir mal. Und da ist mir die Idee gekommen mit diesen Quietschis. Auch Camouflage, was Männliches. Jo. Hasen, Katzen, ja. Was haben wir noch? Ah ja, die Mickey Maus, das ist aufgenäht. Eine Eule. Pfötchen in Grün und in Blau. Einmal Möpse und Pferde. Und Galopp steht da drauf. So, was haben wir noch? Kirschen haben wir noch. Kirschen. Bin gleich fertig. Eine Katze. Und zu guter Letzt haben wir noch den Snoopy und Totenköpfe. So. Das sind aber bei Weitem noch nicht alle Stoffe, die wir so besitzen. Ich nähe noch weiter, denn es kommen noch ganz viele Messen und ja, da brauchen wir ja ein bisschen eine Auswahl. Sollte sich irgendjemand für so Beutelchen interessieren, schreibt es mich einfach an. Wir wären uns sicher einig. Ja, und somit bin ich mit dieser Folge wieder am Ende. Ich wünsche euch noch alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss, macht's gut!